Moin Leute, hier ist der Jens von den Tabletop Generals und bei ihm ist der Andreas. Moin. Ja, hier könnt ihr sehen, Rising Sun. Was soll uns das Ganze sagen? Okay, wenn ihr dieses Video schaut, dann haben wir wahrscheinlich den 11. Mai 2019 und das bedeutet, es ist 80 Jahre her, dass sich an der Grenze zwischen der Mandschurei und der Mongolei Soldaten getroffen haben und gegeneinander gekämpft haben. Dies wird das erste Video einer Serie von Videos zu den russisch-japanischen Grenzkonflikten, die sich von Mai bis September 39 ereignet haben. Ja, und dazu haben wir eben passend das Buch von Battlefront, Rising Sun. Das heißt, wir werden davon einige Spiele mit Flames of War machen. Und ganz viele andere Spiele werden wir mit Bolt Action und mit Chain of Command machen. Mhm. Ja, hier könnt ihr ein bisschen das Gelände sehen. Hier geht ein Fluss, ein kleiner, hier so quer über die Platte. Da sind steinige Sachen, also so von dem. Steinige Sachen. Ja, ist halt am Flussufer, so ein bisschen Steine. Wenn man da drin ist, ist man in Hardcover. Da ist auch nochmal sowas. Und da. Dann haben wir hier ein paar Hügel. Und hinter diesen Hügeln ist man natürlich dementsprechend verborgen, wenn man nicht sehen kann oder sonst abhängig vom. Von der Menge der Verborgenheit halt in Hard- oder Softcover. Und dann ist da vorne noch so ein Stück, wo so ein paar Büsche wachsen. Da ist auch nochmal so eins. Und da hinten ist eins. Ja, wenn man da drin steht, dann ist man in Softcover. Ja, heute, das erste Szenario ist ein abgewandeltes Szenario aus dem Battle for France Book von Warlord Games und das ist Szenario 1, Reconnaissance Patrol Clash. Wir werden also auch hier im Nachtkampf versuchen, die gegnerische Stärke zu ermitteln. Ja, und werden dafür einen Haufen inexperienced Leute ins Gefecht schicken. Die sind entweder nicht gut ausgebildet oder nicht sehr motiviert, sich abknallen zu lassen. Genau. So. Jetzt geht es weiter mit der Armeevorstellung für die Sowjetunion. Wichtig ist dabei vielleicht noch zu bedenken, dass für diese Leute hier keine russischen Sonderregeln gelten, ja. Weil das sind Mongolen. Das sind Mongolen, ja. Okay. Also, ja, sollen die Truppen der Mongolei sein, die auch im nächsten Spiel noch diese darstellen sollen. Ne? Deswegen genau. Ist auch keine von den Flaggen dabei, von diesen roten. Richtig. Der kostenlose Trupp ist auch nicht dabei. Genau. Es sind einfach nur, sie haben russische Uniform, russisches Equipment, aber nicht die dementsprechenden Sonderregeln. Genau. 6 Order Dice, 400 und
30 Punkte oder was sind das grob? Ungefähr, ja. Also ich habe hier 3 Infanterie-Trupps. Wie gesagt, ein NCO-SMG und dieser ein LMG und das ist alles inexperienced. Okay. Dann hier ein Medium Mörser, Medium Mortar, ein mittelstarker Mörser mit Regular und einem Spotter. Gut. Und dann hier eben das Haku, also das ist Second Lieutenant Mustrovic mit einem Begleiter. Yep. Und hier noch ein Inexperienced Maxim Team mit Gunshield. Yes, Gunshield, sehr wichtig. Jo. Gut, das ist deine Liste. Was willst du davon in Reserve packen? Diese. Okay, ein Trupp, der Mörser und das Maxi. Super, ja. Dann gucken wir uns doch jetzt gleich mal die japanischen Truppen an und mal gucken, was da passiert. So, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt bei der Vorstellung der japanischen Truppen. Auch das sind natürlich keine Japaner. Das sind Leute aus der Mandschurei. Mhm. Ja, was habe ich? Ich habe hier einen Strafversetzten, First Lieutenant, Regular, mit 2 Begleitern. Das ist Lieutenant Watanabe. Das bedeutet überschreiten Grenze. Ist vielleicht nicht unpassend. Gut. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 10 Mann-Trupps. Alle inexperienced, alle ohne irgendetwas. Und sogar ohne ihre Pferde. Die sind nämlich abgestiegen, um Aufklärung zu Fuß zu betreiben. In die Reserve kommen 2 Trupps und Lieutenant Watanabe. Also schicke ich 3 Infanterietrupps aufs Feld. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Also diese Mandschuren, die überschreiten in der Tat die Grenze. Die befinden sich jetzt schon in mongolischem Territorium. Das ist deine Auslegung der Geschichte. Ja, ich habe eine andere. Meine ist korrekt. Ja, nur weil du gewonnen hast am Ende vielleicht. Ja, jetzt geht's weiter mit der Auswahl der Seite. Dafür werden der Andreas und ich jeweils mal einen Würfel hier auf die Platte rollen lassen. Ja, das ist einmal die aufgehende Sonne gegen eine gegen einen kleinen Punkt, das ist der Mond oder so. Richtig. Ja, das bedeutet, ich werde von dieser Seite hier kommen und dann Richtung Hügel. Und ich habe gehört, hinter den Hügeln liegt Nomoan. Dann ist es falsch rum, weil wenn hier von hier die Mandschuren kommen, dann muss da Nomoan liegen, weil die Russen zurückgetrieben werden. Ja, aber das werden sie erst noch, oder? Ja, aber die Russen kommen ja aus der Richtung der Mongolei, also die Mongolen kommen aus der Richtung der Mongolei. Okay. Und dann kommen die Mandschuren ja aus der Richtung von Nomoan. Alles klar. Also werde ich die Seite der Hügel nehmen. Ja. Und werde von hier dann aufstellen. Und der Andreas kommt von da drüben. Also genau. Ist da hinten irgendwo die Mongolei. Die Mongolei. Also. Und hier hinter mir irgendwo Japan. Ganz weit weg. Also eigentlich ist da die Mandschurei und dann kommt Japan eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ja, aber so genau wissen wir das jetzt auch nicht. Na? Gut, dann machen wir noch ein paar Vorbereitungen und dann geht's weiter mit Runde 1. Für den ersten Battle Report für die Mandschurei-Mongolei-Kampagne russisch-japanischer Grenzkonflikt 1939. Da ist er. Runde 1. Left Hand Handshake für ein gutes Spiel. Ja, auf ein gutes Spiel. Na? Möge der bessere Schlitzauge gewinnen. Nichts für ungut, Leute. So, der Andreas wird das ganze Spiel über die Würfel ziehen. Okay. Ja. Und du wirst das ganze Spiel überfilmen. So schaut's aus. Wir haben eine Sache noch nicht erklärt. Dieser Fluss. Der ist nicht besonders breit und nicht besonders tief. Aber wir werden für die Leute, die im Fluss sind, also wenn sie einen Advance durch diesen Fluss oder Bach machen wollen, werden wir Softcover geben. Anders als das viele andere Leute tun. Aber wir werden verhindern, dass die Leute im Fluss down gehen. Das heißt, das ist nicht möglich, außer man braucht einen tiefen Schluck Wasser. Genau. Gibt es sonst noch was wir jetzt nicht besprochen haben? Ja, wir kämpfen bei Nacht.
Ja. Das heißt, das Aufklären für die Offiziere, um festzustellen, wie stark ist die feindliche Truppe, ist nicht ganz so einfach. Gut, ja. Dann kannst du den ersten Würfel ziehen und kannst ihn so ein bisschen vor die Kamera halten und kannst... Jo, supi, ja, dann bin ich dran. Naturischer. Ja, dann wird mein Offizier mal down gehen. Ja, sehr gut. Du bist wieder dran. Ja, sehr schön. Dann wird der Zehner-Trupp, der ihn begleitet, down gehen. Ja, das ist dann wieder ein manchurischer Würfel, nicht? Und dann gehe ich down mit meinem Mörser. Okay, supi. Jo. Und dann kannst du ja nochmal down gehen. Nee, jetzt werde ich was aufs Feld schicken. Oh, okay. Ich werde einen meiner 10 Mann-Trupps werde ich aufs Feld rennen lassen. Und zwar wird das hier vorne irgendwo sein. Und wenn die da sind, dann zeigen wir euch das. Da ist der erste Trupp abgesessene Kavallerie, der Richtung Fort vorgestürmt ist. Da wollen wir mal gucken, was Andreas als nächstes für einen Würfel zieht. Ah, sehr ein schön. Mongolischer. Und dann geht das Maxim darum. Jawohl. Heavy Weapon Support. Wer braucht das schon? Ja, keiner. Hm? Und dann geht noch ein Trupp down. Okay. Und jetzt muss ich auch auf was aufstellen. Ja, hier sind die dicht gedrängten Mongolen unterwegs, um sich in der Deckung dieses Gebüschs gegenüber der Furt auf die Lauer zu legen. Ja, zum Beispiel. Sehr gut. Und der Andreas zieht wieder einen Würfel? Mongolischen Würfel? Nee, manchurischer. Sehr gut. Jo, und da ist der zweite Trupp zwischen dem Hügel und diesem Gebüsch aufs Spielfeld gekommen, um in Richtung dieser Furt vorzurücken. So, dann gucken wir mal, der Andreas Klöter da hinten schon wieder mit einem Würf. Was hat er? Bist du nochmal dran? Ah, sauber. Down geht, da, oder? Ja, jetzt schicke ich was down. Jetzt ist alles, was ich habe, in Reserve draußen down. So, du hast Würfel. Noch einen 12-Mann-Trupp. Ah, da ist der nächste Trupp aufs Feld gerannt. Und... da ist die andere Furt. Im Moment ist es ein bisschen so wie Hase und Igel. Wir wissen nur noch nicht, wer ist. Ja. Gut, dann zieh mal den nächsten Würfel. Jo. Ist er noch? Dann stelle ich meinen Offizier auf. Ja, dafür pausiere ich jetzt nicht. Ich glaube, das wird auch so gehen. Ich kann ihn im Grunde einfach hier hinstellen. Ja, alles klar. Ja, sauber. Sollte es eigentlich passen. Gut. Und dann, was ist der letzte Würfel? Ja, wer weiß das so genau. Ein amerikanischer? Ist es dieser hier oder ist es... dieser hier? Gut, oder? Gib her. So. Zack. Dann muss ich jetzt noch einen 10-Mann-Trupp aufs Feld schicken und ich glaube, der wird nach da gehen. Ja, da ist auch schon die Runde 1 zu Ende. Nicht so richtig ereignisreich. 3 mongolische Infanterietrupps, die des Nachts Richtung Fluss stürmen und auf der anderen Seite 3 manchurische. Oder umgekehrt? Es war umgekehrt, aber... umgekehrt, sehr ist ja, gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Genau, das ist nur wichtig, wer am Ende hier gewinnt. Ja. Cool, finde ich immer noch den Begleiter da drüben von dem Offizier. Ach, das freut mich. Ob wir das noch ein bisschen fokussieren können? Ja, sehr schick. Ja, dann räumen wir ein bisschen auf und dann geht's weiter mit Runde 2. Und da sind wir wieder, Runde 2. Dann Andreas ist wieder am Start und jo. Zieht Würfel. Mal gucken. Und ist es ein manchurischer? Alles klar. Jo, down gehen oder was? Nein. Ja, jetzt kannst du ja auch Reserven einholen. Richtig, diesmal würfeln wir. Wir gucken mal, ob mein Offizier aufs Feld kommt. Der ist regular. Und mit einer 6 klappt das. Jo, mit meinem Würfel habe ich den Lieutenant Watanabe hier nach vorne, mitten zwischen die beiden abgesessenen Kavallerietrupps geschickt und der Andreas zieht einen neuen Würfel. Jo. Die Russen sind dran. Okay. Dann versuche ich mal mit den Mörsern, mit dem Mörser reinzukommen. Alles klar. Das sind 4, reicht. Jo, supi. Und dann, die können einen Run machen, ne? Ja, natürlich. Ist Infanterie. Dann, hier hinter kriegen sie auf Deckung, oder? Ja. Dann
sollen sie sich hier so hinstellen. Jo. Gut. Ja. Und dann geht's weiter. Nächster Würfel. Jo. Die würden schon rein. Da werde ich mal versuchen, einen weiteren Trupp aufs Feld zu holen. Das ist eine 8. Die sind inexperienced. Damit gehen sie down. Mhm. Nächster Würfel. Was sind sie dran? Jawohl. Am Mongol. Irgendwas hinterm Ural. Ja, genau. Irgendwas. Irgendwas in da Sibirien, so Kälte, die Ecke ungefähr. So. Und den Test. Ach, Pasch 1. Jawohl. Das Maxim. Sehr schick. Und dann? Die kann auch auf den Tisch rennen. Jo. Und dann stellen die sich hier so hin. Alles klar. So wie. Jo. Bin ich wieder dran? Okay. Ja, ich gebe denen den Down-Befehl. Ich gehe down? Ja. Okay. Alles klar. Dann bist du jetzt dran. Ja, alles klar, läuft. Dann werde ich mal versuchen, den letzten Trupp aus der Reserve aufs Feld zu holen. Eine 10. Down. Mhm. Und wir warten auf einen neuen Würfel. Ja, ist wieder ein russischer Würfel. Alles klar. Ich denke mal, ich werde wieder down gehen. Okay, mit einem Offizier. Oder mit einem Infanterietrupp oder was? Mit diesem Infanterietrupp, denke ich. Wohl? Nee, mit dem werde ich eine Advance machen. Okay, so geh rein. Wenn du vorne innerhalb von 2 Zoll zur Kante stehst, kriege ich keine Deckung, wenn du durchschießt. Okay. Okay. Ja? Und das müsste dir ja mit 6 Zoll einfach hin. Für die vorderen reichen. Jupp. Ja, für die vorderen schon, ja. Gut. Und dann stehen sie hier. Und dann war's das. Gut, nächster Würfel. Und jetzt sind die Manschuren wieder dran. Jo. Mit dem Würfel kriegen die Jungs einen Befehl. Und zwar Run! Und der Andreas kann in der Zwischenzeit schon wieder einen neuen Würfel ziehen. Jo. Ich kann mir allerdings nicht angucken, was er zieht. Er könnte also mogeln. Aber das wird er schon nicht tun. Ja, super. Nee. Er hat schon wieder einen für mich. Ja. War 50-50. Ja, da ist der Würfel. Und hier ist der Trupp. Und das Ergebnis ist, die Leute kommen zum Würfel. Also der Trupp zum Würfel. Zack. Und jetzt warten wir auf den neuen Würfel vom Andreas. Jo. Und da sind wieder die Mongolen dran. Jo, und ich werde versuchen, diesen Trupp aufzubringen. Alles klar. 5, das reicht. Ja, sehr schick. Und dann schauen wir mal, wo sie gleich stehen. Jo. Ja, hier hinten zwischen Mörser und Infanterietrupp, der down ist, ist der neue Infanterietrupp aufs Feld gekommen. Und an diesem Soldaten erkennen wir auch, warum sie so spät kommen. Ja, er ist verwundet. Der hat sich verwundet. Da musste erste Hilfe geleistet werden. Das war ein anderes Gefecht. Und das haben die Mongolen auch gewonnen. Ja, wahrscheinlich. Nächster Würfel. 2? Nein, ich nehme so einen Order Dice. Ach, sehr schick. Dann ist jetzt wohl dein Offizier dran. Ja, und ich glaube, ich werde mit ihm darum gehen. Alles klar. Gut, und dann ist noch ein Würfel für mich. Jo. Ja, hier vorne dieser Trupp hat die Fort erreicht mit einem Advance. Und jetzt werden wir doch mal gucken. Ich denke, wir sollten versuchen, das. Am liebsten würde ich ja das Maxim beschießen. Ja. Aber wir werden wohl den Infanterietrupp im Gebüsch nehmen. Da wir einen Nachtkampf haben, sieht das wie folgt aus. Ich nehme 2W6 und addiere plus 6 für den Advance von den Jungs. Mal gucken, was wir haben. Das ist eine 10 plus 6, das sind 16 Zoll. Mal schauen, ob das klappt. Wop, wop, wop. Ja,
Eine 17 hätten wir gebraucht. Ja, gerade so raus. Ja, aber naja. Knapp ist auch daneben. Gut, das war dann die Runde 2. Mhm. Die Leute aus der Mandschurei, habe ich diesmal richtig gesagt? Ja, richtig. Sind langsam vorgerückt. Offizier ist mittlerweile da. Mhm. Und da drüben die Mongolen sind in voller Mannstärke mittlerweile auf dem Schlachtfeld erschienen. Genau. Und harren der Dinge, die da kommen mögen. Genau. Wir sehen uns wieder zu Runde 3. Jo. Bevor wir es vergessen, weder der mongolische Offizier noch Lieutenant Watanabe waren irgendwie in der Lage, bis jetzt feindliche Einheiten auszumachen, geschweige denn sie genau zu identifizieren. Da ist also noch nichts zu vermelden von der Seite für die Siegpunkte. Und dann kommt jetzt Runde 3. Jo, und ich ziehe nicht zum Würfel. Jawohl. Russen. Ja. Mongolen. Ich gehe mit dem Mörser down. Mit dem Mörser down? Nicht schießen? Nicht schießen, nein. Okay. Alles klar. Dann sind die Mongolen wieder dran. Okay, nehme ich. Dann werde ich, glaube ich, ja, dann werde ich mit denen da umgehen. Okay. Und dann sind die Mandschuren dran. Sehr gut. Da sind wir wieder. Mit meinem Order Dice will ich gleich eine Reserve holen. Aber vorher hat der mongolische Offizier noch was zu kundzutun. Also die Truppen hier, die gehen down, damit sie vom Offizier nicht gesehen werden können. Also das ist so der Grund. Und es hilft natürlich auch, dass sie schwerer zu beschießen sind, aber es ist halt hauptsächlich, damit sie nicht gespawnt werden vom Offizier. Genau, also Andreas möchte mir damit die Punkte dafür verweigern, dass mein Offizier die gegnerischen Einheiten aufklären kann. Genau. So, und jetzt für einen Trupp, der draußen ist, Moralwerttest. Und da ist die 6 und der Trupp darf aufs Spielfeld kommen. Eine grobe Idee, wo er hin soll, habe ich auch schon. Und zwar wird er sich hier neben meinem Offizier platzieren. Und da sind sie, 10 Mann, Second Wave. Second Wave in dem Moment einfach ohne Bajonett. Haha. Und dann kann der Andreas schon den nächsten Würfel ziehen. Ja, Second Wave, die haben noch kein Bajonett. Achso, ja. Die nehmen die gleich auf die Bajonette. Ja. Oder hat noch keine Zeit. Sie auf. Dann schauen sie wieder dran. Alles klar. Und müssen einen Ambush geben. Ein Ambush? Hast du ausgewürfelt? Ja. Ja, finde ich nicht ganz so nett. Okay. Das lassen wir noch mit dem Ambush auf Befehl. Wir werden mit den Jungs werden wir vorrücken. Mhm. Und werden das Maxim versuchen, das Maxim zu beschießen. Mhm. Dieser Trupp kommt von hier, schafft es durch die Furt, hat jetzt nasse Füße und versucht damit das Maxim zu sehen. Also nicht mit den nassen Füßen, sondern durch das Geklimper, was da die Maxim-Crew vielleicht verursacht hat. Vielleicht hilft ihnen das. Ja, wenn das... Ah. Sie waren zu leise, um gesehen zu werden. Alles klar. Jo. Und dann darf der Andreas wieder einen Würfel ziehen. Jo, ein roter Würfel. Jawohl. Ja, dann werde ich jetzt, glaube ich, einen Advance hier reinmachen. Okay. Jo. Jo. Und dann? Ich werde, glaube ich, wohl. Ja, doch, ich versuche, die zu spotten. Also die hier. Okay. Haben sich bewegt und das wird nichts. Genau, das ist 9 Zoll. Jo. Also passiert da auch nichts? Passiert da auch nichts, richtig. Jo. Dann kommt der nächste Würfel. Mhm.
Ja. Schon. Gut, dann habe ich noch einen Trupp in der Reserve. Ja, mal gucken, ob der kommt. Eine 7 in Experience hat Moralwert 8. Mhm. Minus 1, 7. Yes! Ja. Dann werden wir die mal hier hinstellen. Direkt neben den Offizier. Da stehen sie. Der 5. 10-Mann-Trupp. Mhm. Oh, und jetzt darf der Andreas wieder einen Würfel ziehen. Du bist wieder dran. Ah. Ich bin schon wieder dran. Wie konnte das nur passieren? Ja. Dann werden wir hier vorne diesen Trupp durch. Will ich doch lieber hier in die harte Deckung laufen. Mhm. Ich habe das auch noch nicht richtig hingemessen. Ich habe den Würfel da nur hingelegt und werde also diesen Trupp da so rüberschicken. So. Hier gibt es dann nämlich immerhin Art Cover. So, dann wollen wir noch einmal, weil es nur ein Advance ist, gucken, ob wir was beschießen können. Mhm. Und beschießen wäre ganz schön, wenn wir die sehen könnten. Das ist 6 und 6, das sind 12. Das könnte was werden. Ja, gerade so. Na, alles klar. Dann habe ich, wie viele Leute in Reichweite? 4 oder was? Oder 2? Drei. Ja. Alles klar. Dann habe ich mich bewegt. Und du bist in Softcover. Mhm. Ja. Ist die. Ah, ich bin inexperienced. Yes! Ja. Ja, super. Sechsen. Ja. Jo, da sind sie. 2 Stück. Erste Pinmarker. Jawohl. Meine ist inexperienced. Einer tot. Weiter geht's. Nächster Würfel. Jo. Dann können die jetzt in Advance machen. Okay. Wohl. Ich könnte auch erstmal mit denen hier in Ambush gehen. Maxim. Maxim, ja? Ja, alles klar. Cool. Supi. Ja, doch. Na, wenn du den nächsten Würfel ziehst, ist wahrscheinlich, also nächste Runde ist wahrscheinlich drauf schießen. Mhm. Na, also gehe ich mit denen in Ambush. Gut. Und dann kann ich direkt reagieren. Ich bin wieder dran. Das jo. Ist ja perfekt. Nicht. Kann ich auch spotten, wenn ich mit dem down bin? Ja. Okay. Ja. Dann sind die Schuhe dran. Alles klar. Und es ist jetzt 50-50. Gut, dann wird mein Offizier, glaube ich, einen Run machen. Der Platz ist jetzt frei. Und das liegt daran, weil mein Offizier nach da vorne Richtung Fort und in die Fort einen Run gemacht hat. Ja, und dann zieht Andreas schon wieder den nächsten Würfel. Mhm. Die Russen. Die Mongo. Das ist das 10. Mal oder so, dass ich das jetzt falsch sage? Ja. Ja. Wenn du es in 14 Tagen noch falsch machst, dann fängst du an, 1-Euro-Stücke in die Taktikerkasse zu werfen. Ja, genau. Würde ich mal sagen, Ambush. Ambush, okay. Alles klar. Dann jo. Ist der letzte Würfel wohl wieder meiner. Jep. Das ist den sowieso. Und dann werden wir für den Trupp wohl einen Advance machen. Mhm. Ein Advance. Ich glaube, wir machen einen Run. Ein Run. Schwierige Entscheidung. Mann. Naja, auf alle Fälle sage ich euch, für was ich mich entschieden habe, wenn ich wieder da bin. Nach langem Hin und Her und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, aber dieser Trupp wird sich längs des Flusses zum Rest der Truppe bewegen und wird nicht den Fluss überschreiten. Das heißt, 6 Zoll in diese Richtung, der Würfel liegt schon passend da. Und schwuppdiwupp rücken wir mit den 10 Mann vor. Ja,
Der Andreas weiß noch nicht, ob er auf mich schießen möchte. Mit ich warte erst dem mal, Ambush. Mit dem Ambush. Schießen triggert aber keinen Ambush, nur Bewegung. Ach so. Nee, ich trigger es nicht. Alles klar. Dann will ich versuchen, die Jungs, die schon einen Pinmarker haben, da im Gebüsch zu sehen. Das sind wieder nur 12. Das wird nicht reichen, oder? Nein. Nee. Das wird nicht reichen. Dann können wir aufräumen. Der Andreas darf entscheiden, ob er seine Ambush-Marker liegen lassen möchte oder nicht. Da sind zwei mongolische Einheiten, die behalten ihren Ambush-Marker oder Ambush-Würfel, während wir uns in Runde 4 wiederfinden und der Andreas wieder Würfel zieht. Und das sind wieder die Mongolen. Obwohl er nur 4 Würfel drin hat. Ich hab's geschafft. Weißt du, was zu tun ist? Wir haben eine Sache vergessen. Wir haben nicht geguckt, wer spotten kann hier. Stimmt. Ja. Das werden wir doch einfach nochmal gleich nachholen. Das Ergebnis des Spottens ist, dass weder der eine noch der andere bis jetzt eine Einheit aufklären konnte. Und Andreas jetzt mit dem ersten gezogenen Würfel in Runde 4 irgendetwas machen kann, darf, muss oder soll. Ja, was von denen jetzt? Ja, such dir was aus, aber schnell. Ja. Schnell, dann Daumen. Alles klar, Mörser. Oder doch nicht? Ich könnte auch mit denen Daumen gehen, aber oder Ambush oder wie auch immer. Dann musst du einen Order-Test schaffen. Ja, das stimmt. Aber wenn sie den nicht schaffen, dann gehen sie in den Daumen. Aber ich versuche mal einen Ambush aufzulegen. Oh, die wollen es ja richtig wissen. Wahrscheinlich bedeutet, dass ich automatisch gewinne, ne? Nein, genau. Nächster Würfel. Mal schon rein. Ja, dann werden wir doch mal gucken, was ich jetzt anstelle. Ja, dieser Trupp kriegt einen Advance. Wollen wir hier so schräg so rüber. Ich messe das gleich einmal aus. Und dann werden wir mal gucken, was dann passiert. Da sind die 10 Mann, haben es nicht ganz über den Fluss geschafft. Und Andreas steht jetzt vor der schwierigen Entscheidung, will er einen seiner 3 Ambushs oder alle 3 ausgeben, um meinen inexperienced Jungs da ordentlich ein bisschen Blei. Ich mach gar nichts, ich warte weiter ab. Du wartest weiter ab. Ja. Alles klar. Dann werde ich jetzt von hier aus versuchen, die zu sehen. Mhm. Das sind 9. Das reicht, um die zu sehen, aber wir müssen gleich einmal messen, wie viele von meinen Jungs schießen können. Und das sind sie. 8 Stück. Mhm. Die hinteren beiden sind nicht in Reichweite. Und ja. Dann, was brauche ich? 3 6. Normal, Inexperience bewegt, Soft Cover. 6. Da sind sie. 4 Stück. 50-50 Chance sozusagen. Ich glaube, es war 3. 3 bloß für die Inexperienced. Was? 50-50 Chance, 4 Sechsen zu würfeln mit 8 Würfeln. Das ist, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich als 50%. Ja, dafür machen wir 4 Tote. Ja. Und können wir einen aussuchen? Nö. Ja, also die Inexperienced-Truppen, die sind sehr, die halten sehr viel aus. Ja. Nur die Harten kommen in den Garten. Die Haken oder die Harten? Die Harten. Die Haken. Ja, die nicht. Die nicht. Und nächsten die Würfel? Nicht in den Garten. Nein, die auch nicht. Hopp. Jupp. Alles klar. Ja. Dann gehe ich mal mit denen down. Alles klar, nächster Würfel. Jupp. Cool. Ich könnte auch erstmal mit denen in den Einbruch gehen. Mhm. Ich glaube, das mache ich zuerst. Ambush. Alles klar. Nächster Würfel. Mann schon rein? Nehmen wir. Gut, dann werden wir den Jungs einen Befehl geben. Mhm. Dieser Trupp macht einen Advance nach da. Tja, dann wird das mal im Ambush ein Feuer. Okay. Feuer. Ja, genau wie an der mongolischen Flanke.
So, das sind 5 Schuss, ne? Für das Maxim. Nee, erstmal musst du gucken, wie weit du sehen kannst. Ja. Das reicht. Genau. 9 plus 6. Und das sind 5 Schuss, ne? Genau, weil würde ich ja starten 6. Ja. 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 Experience und. Ab der 4. Ja. Das sind 3 Treffer. Ja. Schon mal ein Pinmarker. Hm. Und das sind 2 Tote. Mhm. Und nichts mit aussuchen. Also zusammen sind es 6, also. Nein. Jo. Dann bleiben mir. Dann kann ich jetzt ja versuchen, dahin zurückzuschießen. Ja. Wie cool ist das denn bitte? Du musst dir noch so einen Muscle Flash hinlegen. Jo. Das ist 6 und deine 6 für Fire und 6 für Muscle Flash. Ja, das reicht. Ne? Mhm. Dann habe ich 8 Würfel. Bewegt. Inexperienced. Mhm. Aber ich bin nicht Long Range, oder? Habe ich da auch welche in Long Range? Inexperienced und Pinmarker. Ist die 5. Ja, ist die 5. Aber ich bin innerhalb von 12 mit allen, ne? Ja, bist du. Bewegt, sonst Inexperience Pin. Und? Wieder einfache 6. Ja, bist du. Einfache 6. Mhm. Da ist einer. Mhm. Und einer tot. Jo. Weiter geht's. Nächster Würfel. Ich krieg auch einen, jupp. Jetzt geht's so richtig los. Mhm. Weiter geht's. Dein Offizier oder dein Mörser? Ich würde mal sagen, besser geht da. Alles klar. Ich habe das alles im Ambush, also. Jupp, weiter geht's. Dein Offizier. Offizier geht da. Okay. Jupp. Oh. Das sind ja dann 4 Würfel für die Maschine. Ja, damit die Leute, die sich das hier auf YouTube angucken, so eine kleine Vorstellung davon haben, was jetzt hier gleich passiert. Der Trupp macht einen Run nach da. Ich glaube nicht, dass Andreas dann schon seinen Ambush triggert, weil das wird ihm zu weit sein. Das kann man so sagen, ja. Der Trupp wird einen Run an dem Offizier vorbei durch die Furt machen nach da. Ich glaube auch nicht, dass Andreas da seinen Ambush triggert. Das heißt, die Bewegung kann ich gleich in Ruhe machen. Dann soll der Trupp durch den Fluss nach da, da wo jetzt der Advance-Würfel liegt, dann könnte das schon ein bisschen knapp werden. Ich werde versuchen zu schießen. Andreas wird vielleicht auf mich schießen. Und dann ist der grobe Plan, der Offizier geht nach da. Jo. Aber das werden wir erst entscheiden, nachdem wir den dritten Infanterietrupp abgehandelt haben. Wie erwartet für die beiden Trupps, die gerannt sind, die eine Run-Order durchgeführt haben, hatte Andreas nichts gemacht, aber auf die Jungs will er jetzt gerne schießen. Ja. Dazu muss er erstmal gucken, ob er sie sehen kann. Das ist eine 6 und 12. Eine 6 für meinen Würfel ist 12. 12 sind alle. Gut. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Und 4 für dein LMG oder was? Warte. 10. 10 und 4, genau, ja. Ja. 14 Schuss. Gut. Sind auf die 4. Ja. Das ist jetzt nicht so überwältigend, aber. 6 Treffer. Okay, nehmen wir. Und daraus werden dann 5 Wunden, ne? Wow. Okay. Jo. Kann man mal machen, ne? Richtig. Das bedeutet, der Trupp muss gleich testen. Aber mit einer 3 stehen sie das souverän. Jo. Und dann kann der Trupp direkt noch einmal versuchen zu schießen. Wenn man Muscle Flash hin. Mhm. Dort sind das 2 und 6, das sind 8. Das wird nichts. Dann passiert gar nichts. Okay. Jo. Gut.
Dann werde ich aber versuchen, dich zu beschießen. Ja. Na, und zwar den gepinnten Trupp werde ich versuchen. Ja. Mir sollte das gelingen. Ja. Das sind nämlich dann 12. Und dann habe ich noch 5 Leute, die schießen können. Mhm. Ich habe einen Pinmarker, ich habe mich bewegt, es ist inexperienced und du bist in Softcover. Das ist nicht gut. Das bedeutet, ich brauche eine Doppel-6. Richtig? Doppel-6? Ja, bewegt, inexperienced, Pinmarker und Softcover. Yep, ja, das ist genau. Doppel-6. Da sind 2 einfache Sätze. Da ist die Doppel-6. Wir haben einen. Und wir töten keinen. Du kriegst nur einen Pinmarker. Und ich krieg so einen Muzzlefresh-Kram. Ja. Gut. Hier. Und dann ist noch mein Offizier dran. Ja, und dann können wir mal gucken, was... Genau, was aber erst mal ein Offizier. Zack, die 6 sind in etwa da. Ja, und dann wird jetzt einmal gewürfelt, wer was entdecken kann. 4 und... Du hast eine 4 für deinen Offizier. Wir messen das gleich aus. Ich würfel einmal für meinen Offizier. Mein Offizier hat eine 6. Mit dem Ergebnis für das Spotten der Offiziere ist es so, dass der Andreas die 2 Trupps aufklären konnte. Deshalb liegen da jetzt 2 rote Würfel. Und ich konnte das Maxim und den arg dezimierten Trupp dort im Gebüsch entdecken. Deshalb liegen da 2 weiße Würfel. So haben wir also mehr oder weniger unentschieden bis jetzt. 1:1. Yes! Ja. Dann räumen wir auf und dann geht's weiter mit Runde 5. Jo. Da ist Runde 5. Es ist immer noch Nacht und wir haben einen mehr oder weniger starken Vorstoß der Mandschurier über eine Furt und die Mongolen halten ihre Stellung. Ganz genau. Und der Andreas hat vielleicht einen 9 Würfel. Also nicht 9, sondern einen. Nee, diesmal. Damit irgendjemand was hier tun kann. Diesmal okay. Lieutenant Watanabe befiehlt den Jungs und den Jungs, also zuerst den und dann den, da das Gebüsch so ein bisschen auszuräuchern bzw. die Leute dort einzukassieren. Weil er möchte gerne wieder in Ehre zurück nach Japan, nachdem er hierher strafversetzt worden ist. Ja, bloß raus aus der Mandschurei. Richtig, das ist der Plan. Mal gucken, ob wir ihm den Gefallen tun können und er in Ehre zurückkehren kann. Dazu muss ich jetzt für die würfeln, ob sie dahin kommen. Und da schauen wir, ob das klappt. Das sieht nach Nö aus. Ja, mit der 3, das war jetzt eher so Mäp. Aber Muzzleflash verschwindet, weil sie nicht geschossen haben. Genau. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal für den Trupp. Die müssen zuerst ihren Order-Test schaffen. Mit First Lieutenant gibt das plus 2. Also 9. Also 9 minus 1 ist eine 10. Eine 10? 8 plus 2. Aber ich habe einen Pinmarker. Ach ja, stimmt. Genau, da war ja was. Eine 6, das klappt. Dann geht der Pinmarker weg. Und dann schauen wir, ob wir in den Assault kommen. Das ist eine 7. Das reicht. Das könnte knapp was werden. Und was sagt das geübte Auge? Für die reicht es. Ja, dann reicht das. Also reicht es für alle. Ja, genau. Okay. Wenn ich in Assault komme, komme ich in Assault. Ja, aber es ist über 6. Das heißt, genau. Du hast Abwehrfeuer? Ja, es ist über 6. Dann habe ich 5 Gewehre. Genau. Und das SMG. Richtig, das SMG ist in Long Range. Auf die 6. Und das SMG ist auf Doppel-6. Richtig. Du bist inexperienced. Ja, genau. Das ist nichts. Und das ist auch nichts. Ja, sehr gut. Also dann sehr treffen gut. Wir uns ja schon mal. Not gegen Elend am Busch. Ja, das sind die geknubbelten Werke. Der Andreas hat irgendwie 5 Würfel und einen für TIE Fighter. 5 und TIE Fighter, genau. Und ich habe 8. Mal gucken, ob wir hier gemeinsam was hinkriegen, hingewürfelt. Für Genghis Khan. Das sind 3 weg bei mir. Jupp. Und bei dir sind das weg ein paar alle. Mehr. Alle. 6. Jupp, genau. Ja, das ist gut. Nee, stopp. Ich kann was? Jetzt noch Gefangene machen. Ja klar, aber das...
Na? Oder muss ich die dann lassen? Die bleiben meine. Ja. Die Gefangenen bleiben meine. Mal gucken, wie viele überbleiben. Jo. Ja. Zwei Stück. Ja, nach einem kurzen blutigen Nahkampf habe ich einen Gefangenen gemacht. Ja, und dann gibt immer sollte, Fehler. Ja, sollte mein Trupp am Ende des Spiels noch da sein und den noch behalten, kriege ich dafür irgendwie 3 Siegpunkte oder so ein Kram. Wie weit darf ich neu positionieren? 5 Zoll. Das mache ich und dann ist mein Offizier noch dran mit irgendwas zu tun. Ja. Und dann geht's weiter. Ja, dann ist hier noch Lieutenant Watanabe. Der möchte gerne gucken, möchte selber den Gefangenen in Augenschein nehmen und geht deshalb durch den Fluss zurück oder durch den Bach zurück hier in diesen Rocky Ground hinein. Ja, aber in... So, was sagt er? Dann sind die Russen, die Mongolen dran. Alles klar, nehmen wir. Ja, dann werde ich, glaube ich, schwierig. Dann werde ich jetzt mal mit dem Offizier da umgehen. Okay. Ja. Oder? Nee, ich gehe jetzt mal mit denen hier in den Lärmbusch. Okay, dann verlierst du erstmal deinen Muzzle Flash. Genau. Und muss einen Order-Test vorher schaffen. Ja, das stimmt. 9. Daumen. Genau. Ja. Das kommt dabei raus, wenn man so in der Mittagshitze irgendwelche Mathematikaufgaben macht für im Nachtkampf. Ja, 1 plus 1 ist 2. Voll der Flash. Gut, dann soll ich irgendwas tun, hast du gesagt? 1 plus 1 ist die Wurzel von Pi Quadrat. Die sollen auf die Jungs da mit dem Muzzle Flash schießen. Hm. Das ist ein guter Plan. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze klappt. Order Test. 10. Das wird. Die haben selber 8. Und er gibt plus 2. Das reicht nicht. Dann sind sie down. Aber dann ist auch der weg. Jo. Das ist perfekt. Dann bist du wieder dran. Jo, und jetzt ist du deaktiviert und jetzt versuche ich mit denen anzugreifen. Mhm. Das gibt plus 6, ne? Ja. Dann komme ich hin. Und du kannst dir nicht Abwehrfeuer geben, weil... Ne? Richtig. Weil du ja schon was gemacht hast. Also, los geht's. Genau. En gar, wie sie in Russland sagen. Mhm. Zur Zeit Napoleons haben sie das gemacht. Muskelfleisch verschwindet? Ja, stimmt. Ja, und ich habe 5 Attacken und du... Viele. Zuerst, ne? Ich mache mal meine 5 zuerst. Das bedeutet, du verlierst 4 Mann. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. So lange, bis ich mit meinen 12 Würfeln einen Würfel verursache. Ich verliere mehr. Du verlierst ungefähr alle oder so? Ja. Ja. Das sind 9. Genau. Und dann, ich darf aber keinen aussuchen. Ich nehme mal hier 4 Leute weg. Tut mir leid, Leute. Du darfst noch würfeln, ob du einen erbeutest. 5. 5, ja. Also noch 4 Würfel dazu. Nö. Okay. Aber der Offizier, was passiert mit dem? Das hast du zurückgeholt. Okay, der ist jetzt da. Nein, der ist einfach weg. Achso, okay, der ist jetzt weg. Der kann nicht nochmal wieder zurückgeholt werden oder so. Okay. Richtig, und dann ist der Rote deiner. Kannst du irgendwo zur Seite legen, so, weil du aufgeklärt ja trotzdem hast. Okay. Ja, dann erteilen das auch. Okay, und das ist. Genau, Order Dice. Ich kriege auch den anderen von der Einheit, die ich ausgelöscht habe. Hast du den überhaupt rausgenommen? Nö. Nee. Ah. Das ist ja gut, dass wir dran gedacht haben, ne? Richtig, zumindest im Nachhinein. 6 Zoll neu. Mhm, das wäre natürlich. Das würde sich sowas anbieten. Vielleicht. Mhm. Nee, ich bewege mich noch da. Gut. Nächster Würfel. Jupp. Man schreibt. Dann werden wir die Jungs mit einem Advance nach vorne schicken.
Da so in die Lücke. Diese Jungs sind von hier, klack, 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 ab nach da, durch den Fluss und wollen auf die Einheit schießen, die da einen Run gemacht hat und aus dem Nahkampf sich zurückgezogen hat. Dann werden wir hier mal die zwei Würfel nehmen. Das ist 4 und 6 für den Run-Order-Befehl oder Run-Dice, sind das 10. Kommt ungefähr hin, ja. Dann habe ich 10 Würfel. Ja. 10. Mhm. Bewegt, inexperienced, auf die 5. Ja. Was? 50-50, ne? Ja. Tja. 5 Tote? Ja. Ja. So. Und ich krieg einen Muzzle Flash. Zack. Und du einen Test? Ja. 6 reicht gerade so. Ja. So, ne? Genau. Ich soll noch mal was machen. Ja, du kannst auch down gehen. Ich glaube, ich werde nicht down gehen. Ich habe nur noch einen Trupp. Ja. Ups. Und mit dem Trupp werden wir irgendwelche coolen Sachen machen. Ja. Aber ich weiß noch nicht was. Ich glaube, da bietet sich nicht mehr so mega viel an, oder? Nee, so richtig viel nicht. Aber irgendwas davon tue ich. Aber wir haben ihn, glaube ich, schon mal gezeigt. Ja, aber nur kurz. Ja. So, dieser Trupp wird den Würfel kriegen und wird einen Advance machen. Die haben alle fast dieselbe Pose, ne? Yep. Habe ich in dem anderen Video für mein japanisches Workbench auch schon gesagt, dass da einfach viel zu wenig Vielfalt für die Japaner drin ist. Weil durch den liegenden, knienden und den, der aussieht, als wenn er kackt. Ich meine, ja, guck ihn dir an. Ja. Das ist eine schwierige Pose für eine dynamische Armee. Ja. Ne? Ja, klar. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber es geht mir hier so darum, dass die alle das Gewehr gleich halten. Also. Ja. Oder hattest du die Bande irgendwie zusammen schon? Nein. Das ist einfach noch von den Alten, die. Ja. Okay. Gut, dann will ich irgendwas sehen können. Dein Maxim ist schon down? Es ist nicht wie bei den Space Marines, wo sie alle so stehen. Nein, so ist es nicht. Wie in der Parade oder so. Ja. Die Jungs nach da schießen. Mhm. Und was können wir sehen? 7 und nix. Und du noch keinen Würfel hast. Aber 7, bist du drin? Nee. Oder? Sieht jetzt nicht so richtig danach aus. Ja, dann nicht. Ja. Und dann hast du noch irgendwie 3 Würfel drin. Ja, dann kann ich ja versuchen zurückzuschießen, ne? Richtig. Das bietet sich ganz gut an, weil du ja jetzt schon plus 6 bekommst. Du kriegst plus 6. Ja, aber auf dich krieg ich. Und du brauchst es auch. Nö. Kommt doch gut hin. Obwohl, ja. Die haben 4, für die du keine Deckung bekommst, und 4, für die du Deckung bekommst. Gut. 4 und 4. Also 4 mit Deckung. Das ist einer. Und 4 ohne. Das sind 3. Ne? 4 mit Deckung, ja, ist einer, und das sind 3. Richtig, sind 4. Genau, sind 4. Und es sind 3 Tote, und kannst du einen aussuchen? Nee. Nö. Zack, 3 weg. So, dann könnte ich jetzt tatsächlich mal mit dem Mörser was machen. Ne, der wird ja zwar gespottet, aber ja, der soll ja auch mal was machen. Ne? Mhm. Kann er versuchen. Du musst erst mal gucken. Ja. Reichweite. 9 und minus, ja. Stimmt, da hätte ich vielleicht den aussuchen sollen, aber nur. Richtig. Das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass das down war. Mhm. Ja. Also das down einen Einfluss hat. Genau. Also könnt ihr nichts sehen. Genau. Dann behalten sie Feuer, okay? Und dann kann ich mit dem. Mhm. Also ich wollte eigentlich hier hinlaufen. Mhm. Aber dann. Wenn der Würfel da läge, dann hätte ich das definitiv gemacht, weil dann macht das hier Sinn. Aber so macht es durchaus Sinn.
Ja, ich glaube so bewege ich mich da rein. Okay. In Advance. Gut. Und dann Dann kann ich. würfeln wir einmal die Sichtreichweite aus. Genau, dann können wir versuchen zu spotten. Und ich habe 8. Das ist schon Du mal hast eine ganz 8, gut. das ist verdammt gut. Und mein Offizier hat auch eine 8. Dann gucken wir mal, was da gleich passiert. Mein Leutnant konnte die Jungs da hinten im Gebüsch entdecken. Ja, der vorher noch nicht auf dem Schirm. Und den Trupp, Und das. der den Gefangenen befreit hatte, den konnte ich auch entdecken. Und der mongolische Offizier konnte die Jungs entdecken und die. Auch damit sind wir, was das Entdecken angeht, beide bei 4 angekommen, glaube ich. Wir sind immer noch genau gleich. Wir sind Genau, gleich und gleich jeder hoch. eine Einheit vernichtet. Jo. Also es bleibt spannend. Und jetzt kommt vielleicht die letzte Runde. Runde 6 ist im Anmarsch. Geschossen, aber die waren jetzt im Nahkampf. Da ist sie, die Runde 6. Ich sollte den hier vielleicht mal rausnehmen und irgendwo anders hinlegen, vielleicht wo weniger Gefecht ist, vielleicht da. Weniger Getümmel, ja. Gut. Es ist sehr spannend. Wir sind absolut even mit den Ja. Punkten. Und der Andreas hat die glorreiche Aufgabe, den ersten Würfel zu ziehen. Und er soll weiß sein. Nee, ja. Yes! Ah, es könnte was werden. Ja, Snap 2 oder was? Für Lieutenant Watanabe ist noch nicht alles dahin. Er kann immer noch in Ehre zurückkehren. Irgendwohin. Ja. Aber dazu Raus muss jetzt viel aus der klappen. Wäscherei. Richtig. Was machen wir? Wir machen Snap 2. Wir setzen alles auf eine Karte. Und hoffen, dass es klappt. Magst du mir nochmal 2 Würfel geben, bitte? Jupp. Also, da. Angriff! Aber nicht Banzai, weil das sind noch keine Japaner. Genau. Und was habe ich vorhin gelernt? Banzai heißt irgendwie. Bonsai. Nein, eben nicht Zimmer. Bonsai. Bonsai ist der kleine Baum, der zierlich ist und sehr viel Pflege bedarf. Und Banzai ist ein Ruf, mit dem sie dem Kaiser 10.000 Jahre wünschen oder so. Genau, Ja. 10.000 Jahre Herrschaft oder so. 10.000 Jahre Glück und Herrschaft für den Kaiser eben. Irgend sowas in Ja. der Art. Gut, das heißt, die sollen dahin einen Run machen. Das ist der Plan. Und die anderen sollen einen Advance machen. Pasch 2. Nee, Pasch Ja, 1. Pasch 2 könnte knapp reichen. Ja, Pasch 1 lieber. Für den Run, die haben auch keinen Pinmarker und nichts, dann schauen wir mal, ob das klappt. Achso, ich muss noch sagen, wenn ich angreifen will. Die Jungs will ich angreifen. Jupp. Das ist eine 8. Das Wichtige Babum! ist jetzt, ob sie, verdammt, ist innerhalb von 6. Dann kriege ich nicht mein schönes LMG-Abwehrfeuer. Nein, du kriegst kein Abwehrfeuer, aber wir kämpfen gleichzeitig, weil ich aus Gelände komme. Ja, das ist schon mal nett. Na, das heißt, run, Muzzle Flash weg, aufgeklärt hast mich immer noch und up. Ich habe gleich 10 Würfel, du hast 4. deine 4, hast da noch ein, irgendwie ein SMG Nö, oder so ein Kram? ist alles Gewehre und alles LMG. Alles klar, dann willst du dann schon einmal würfeln, wo ich das sehen kann? Oder wollen wir wieder gemeinsam machen? Hier Ich vorne? würfel erstmal hier. Und, Jo, das oh, sind 4 Attacken, 4 Treffer. kaputte. Den kann ich nochmal würfeln. Yep. Und du darfst ja keinen aussuchen. Ich muss mal 4 würfeln bei dir. Und ich habe gerade so 5. Hier, das reicht ja schon. Locker. Richtig. So, und dann darf ich würfeln, also du hast nur 4 Leute, ob ich einen gefangen nehmen kann. Ich kann einen gefangen nehmen. Hier ist das mal auf eine 1, die kannst du nach hinten packen und dann kriegst du noch einen Würfel. Richtig. Jupp. Das Und ich muss eingefangen nicht. wegnehmen 4. Kriegst du eine NCO, ne? Ja, gib mir irgendeinen. Am besten auch einen unbewaffneten. Ach Ich so. muss 4 wegnehmen. Die sind alle bewaffnet. Nein, der hat aber nur das Magazin, oder was? Nee, der hat hier ein Gewehr noch Ja, dann gib neben mir einfach irgendeinen. Ich brauche keine ohne Waffe. Ach so, gut. Ja. Die sind nur für Partisanen oder was. Richtig. Und Ja. dann darf ich 2 Zoll mich neu positionieren. So schaut es da aus. Der Gefangene ist auf dem Weg zurück mit meinen 6 verbliebenen Leuten. Jetzt sollen die Jungs einen Advance machen. Und zwar Richtung Maxi. Also noch da.
Advance, nach da. 6 Zoll, jupp. Und dann, ja, wenn du willst, kannst du da einfach rüber. Ja. Und dann will ich auf seinen Maxim schießen, glaube ich. Mhm. Jo. Kannst du ja versuchen, ne? Genau, du bist Small Team und hast keinen Würfel, ne? Kein Würfel und nichts. Ja. Richtig, dann brauche ich 4. Small Team macht aber schon mal minus 6, ne? Minus 6, ja. Uff, dann brauche ich das nicht versuchen. Das kann ich nicht schaffen. Ja, stimmt. Dann muss ich den Infanterietrupp da im Gebüsch nehmen. Ja, der hat einen Muscle Flash. Damit kannst du es noch schaffen. 11? Genau. Jupp. Dann können 4, 5 Leute schießen, oder wie viel? Ja, so 7. 7 können schießen. Jupp. Okay, das nehmen wir. Das ist bewegt, Softcover. Das alles? Inexperienced! Yes, ja. Da sind sie wieder! Die Sechsen! Ja. Ja. Keine einzige. Genau. Ah. Gut. Das ist der Sniper da im Hintergrund. Ja, der legt sich hin. Schleicht sich durch das Gebüsch. Richtig. Dann habe ich hier noch einen Offizier. Und der macht einen kleinen Advance nach hier vorne. Mhm. Wow, und das war nur dein Snap 2. Oh, das war mein Snap 2. Yep. Und jetzt kommt bestimmt ein Würfel für die Mongolen. Nee. Noch nicht? Für die Mandschurei. Für die Mandschurei noch. Ups, das ist natürlich. Ja, 4-1 noch. Hm. Na, also müsste jetzt gleich noch ein Weißer kommen. Ja, richtig. Na? Rein statistisch gesehen macht das Sinn. Richtig. Das Unwahrscheinlichste passiert immer. Yep. Für die Zukunft haben wir uns übrigens was überlegt. Um so ein bisschen Frust bei Bolt Action zu lassen. Hm. Wir haben uns überlegt, dass wir in Zukunft, wenn 3 Würfel in ein Rad gezogen werden für eine Seite, dass ab dem 4. dem der Würfel dann nicht gehört, dass der entscheiden kann, ob der Würfel zurückkommt oder nicht. Genau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr mit dem Würfelziehen bei Bolt Action auch den ein oder anderen Mal Frust habt. Ja. Und was ihr von der Idee haltet oder wie ihr das löst. Ja. Na, die haben für ihren Advance einen Order-Test geschafft. Richtig. Ja. Order-Test geschafft, Pin-Marker weg. Und dann werden wir vorrücken. Wupp. Mhm. 6 Zoll, das kommt hin. Ja. Und dann werden wir versuchen, den Mortar zu spotten. Also zu sehen, so ein bisschen im Dunkeln. Hm. Nein. Ja, die können froh sein, dass sie nicht über die eigenen Füße gestolpert sind, so wenig wie sie sehen konnten. Hm. Gut. Und der Andreas zieht einen für die Mongolei. Nun wird's spannend, sagt er. Auf den letzten Metern. Was fehlt hier noch? Der Trupp fehlt noch. Yep. Das wäre vielleicht ganz cool. Die müssen das machen. Die müssen auf den Trupp schießen. Mhm. Er hat aber auch keinen Würfel. Ja. Du musst hochwürfeln dann. Dann mache ich was anderes. Ich glaube, ich gehe mit denen in den Ambush. Mit dem Maxim? Genau. Ja, das vielleicht machst du so vorher einen Order-Test. Oh ja, das empfiehlt sich, ja. So. Klappt. Weg damit. Dann kann ich auch besser schießen. Yep. Und dann kommt der nächste Würfel. Ja, da. Perfektes Timing. Ja, absolut perfektes Timing. Und dann kann ich hier ein bisschen Radale machen. Richtig. Ich werde in den Ambush gehen. Ja. Mit denen. Aber dazu muss ich einen Order-Test schaffen. Oh, nö. Dann sind sie down. Dann sind die down. Ja, können aber auch nicht so gut beschossen werden. Ne? Richtig. Ja gut, dann mache ich hier mal weiter mit dem Mörser. Yep. Du denkst dran, du hast Mindestreichweite irgendwie 12 Zoll, ne? Oh. Tja, dann werde ich wohl am besten auf die zielen. Okay. Ne, die sind näher dran, das heißt. Aber die haben keinen Muscle Flash. Stimmt. Ja, hier habe ich natürlich noch eine reale Chance, das zu schaffen. Genau. Muscle Flash und Würfel. Für den Supporter zählt auch, oder? Ja, ja. Okay. 12 und 12. Ja, 12 und 12, genau. Also hier eine 12? Nee, eine 12. Nein, ich weiß schon. Nein. 12 und 12. Muscle Flash und Würfel und deine. Ich verstehe das richtig. Schon, ja. Gut, jetzt braucht nur die dritte 6 in Folge kommen und dann ist alles gut. Wop, wop, wop. Das Gegenteil von der 6, also ist es eine 6. Nein. Verdammt. Also nächste Runde auf die 5, sagt er. Richtig. Wenn es die Runde überhaupt noch gibt. Und dann habe ich jetzt hier noch
Ja. Offizier. Offizier und die hier. Genau. Die können in den Ambush gehen und damit ihren Muzzleflash verlieren und Aber warum schießt du jetzt nicht auf die, die da einen haben, weil die anderen down sind? Also für die kriegst du schon 12 zum Gucken. Egal, ja, was stimmt. Du würfelst. Ja. Ja, ich schieß auf die. So. 7, also jo. Reicht's. Ja. Können alle schießen. Ja. Und für 4 habe ich keine Deckung und für den Rest habe ich. Aber ein paar könnten auch in Long sein. 4, 6, 7, 8. 4 sind auf jeden Fall schon mal. Ohne Deckung. Hm? Dann sind von den restlichen 5 in Shot. Okay. Und dann, Moment, 4, 4, 5. 3 sind dann in Long. Okay. So, 3 sind in Long. Gut, das ist Long, und Softcover und Inexperienced. Also auf die 6. Yep. Dann diese 4, die sind dann auf die 5. Das waren die in... Softcover und Inexperienced. Genau, das ist die 5. Ja. Nochmal 2. Und die sind dann auf die 4. Und die sind auf die 4. Hm? Macht insgesamt irgendwie 6. Ja, 6. Kann man auch mitleben, ne? Ja, ich zumindest schon. Ich auch? Ja. Das sind 4. Ja. Und kein Aussuch. Dann nehmen wir hier 4 Leute weg. Mhm. Also dann gehst du down und dann gucken wir mal, wie weit wir alle gucken können. Und dann gibt es gleich nochmal ein... Die Würfel müssen liegen bei, wegen dem Entfernungskram. Ja. Na? So, auf alle Fälle halten wir euch gleich auf dem Laufenden, wer gleich wie viele Punkte hat. Ja, der Andreas hat für seinen Offizier relativ gut gewürfelt und hat ihn auch relativ schick positioniert. Andreas war also in der Lage, für seinen mongolischen Offizier meine komplette Armee mittlerweile aufzuklären. Ja. Was ihm 3 Punkte gewährt, plus den einen Punkt für die Einheit, die er vernichtet hat. Das heißt, der Andreas steht im Moment bei 4. Und du hast 2 Einheiten vernichtet, das sind 2 Punkte. Genau, und 4 aufgeklärt sind auch nochmal 2. Ja, sind 4 Punkte. Sind 4 Punkte, aber ich habe einen Gefangenen. Genau. Damit steht und fällt bis jetzt das Spiel. Aber wir sind ja in Runde 6. Ob es eine Runde 7 gibt, das sehen wir jetzt. Nein. Ja, das Spiel ist zu Ende. Dann machen wir Left Hand Handshake. Ja. Ein schönes Spiel. Ja, war echt spannend und interessant. Ja. Wir klären gleich nochmal die Punkte. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich mit 7-4 gewonnen, aber wir checken das gleich nochmal im Buch. Das Regelbuch hat uns offenbart, dass der Gefangene eben 3 Punkte wert ist und damit haben die Manchurier dieses Szenario 4-3 gewonnen. Ne, 7-4 gewonnen. Ja. Ne, also 3 und die 4 und der Andreas hat nur die 4. Ja, das ist der erste Sieg für die Manchurias. Vielen Dank nochmal für das schöne Spiel. Hat echt Bock gebracht. Ja, fand ich auch. Ja, es wird die nächsten Tage einen weiteren Battle Report geben. Hieran anschließend. Mhm. Es ist, glaube ich, auch fast jetzt, wie das historisch gelaufen ist. Am Anfang sind halt die Manchurier und die Japaner so ein bisschen mit Oberwasser, weil sie viel schneller größere Truppenkontingente herbeiführen können oder heranführen können. Insofern ist es fast historisch Outcome. Na? Gut, dann wünsche ich euch was. Falls euch der Battle Report gefallen hat, abonniert unseren Kanal, lasst Likes da, Kommentare, teilt uns mit euren Freunden. Habt Spaß mit euren Hobbyprojekten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.